weiter schwer zu handeln, gehe ich mal runter auf 20 Stunden, wenn es dann möglich ist. Also kann das alles mit dazugehören, ein Timeout zu haben oder zu machen. Oder auch wenn wir von einem sogenannten Sabbatjahr sprechen, wäre das auch eine Möglichkeit. Aus unserem Umfeld vielleicht ist es vielleicht vertrauter, wenn wir darum wissen, dass es Elternzeiten gibt, dass es Großelternzeiten gibt, dass es Mutter- oder Vaterschaftsurlaub gibt. Alles Zeiten, wo letztlich ein solches Timeout greift. Es gibt auch Pflegezeiten, Beurlaubung oder Teilzeitarbeit oder auch gewisse Vorruhestandsregelungen, die diesen Begriff ein Stück weit mit aufnehmen. Wenn wir also von Timeout hören, dann geht es letztlich darum, dass wir wissen, dass es mit Auszeit zu tun hat. Und natürlich hat das ganz viel mit dem zu tun, was wir eben auch schon gehört haben in dem Text aus 3. Mose 25, 1 bis 4, als es da um den Sabbat oder Schabbat ging. Denn Schabbat heißt ja im Hebräischen so viel wie mit etwas aufhören oder auch innehalten. Eine Auszeit nehmen, runterkommen von dem, von der Betriebsamkeit, um innezuhalten, den neuen, den Blick fokussieren und auszurichten auf das, was wirklich notwendig ist. Und wir haben im Hebräischen auch in dem Text, den wir eben gehört haben, dass Sheba, die sieben, der siebte Tag. Gott hat nach 6 Tagen seiner Schöpfung den siebten Tag als Ruhetag für uns Menschen gegeben. Und ich möchte uns nochmal die ersten 4 Verse lesen. Und der Herr sprach zu Mose auf dem Berg Sinai, rede mit den Kindern Israel und sagt zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, dann soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern, eine Ruhezeit. 6 Jahre sollst du dein Feld besäen und 6 Jahre deinen Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln, aber im 7. Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten. Da sollst du all dein Land nicht besäen und auch deinen Weinberg nicht bearbeiten. Und das Schöne, was wir gehört haben in den weiteren Versen eben, dass es ja auch dann zu diesem Erlass oder auch Jubeljahr kam, nach 7 mal 7 Jahren, dem 50. Jahr, wo dann auch die Schulden erlassen wurde von denen, die Schulden hatten, dass Besitztümer zurückgegeben wurden. Und das war ja ein äußeres Zeichen dafür, dass wieder, ich sag mal, ein Leben möglich war mit einer guten und besseren Qualität und dass man frei war. Da merken wir schon etwas, wenn es um Sabbat geht, wenn es darum geht, den Ruhetag einzuhalten, damit zu leben, dann ist das etwas Gutes für uns Menschen. Also ganz bewusst hat Gott für uns Menschen Zeit eingeplant. Und die Frage ist für uns einfach auch, haben wir das für uns erkannt, dass das etwas Gutes für uns ist? Dass wir auch heute am Sonntag hier zusammenkommen, um Gottesdienst miteinander zu feiern, ist etwas Gutes. Und die Frage ist auch, wie gestaltet sich dann dieser Tag heute nach dem Gottesdienst weiter für uns? Vielleicht wird Geburtstag gefeiert, vielleicht wird spazieren gegangen, Ausflug gemacht. Aber vielleicht hat der eine und andere was auf der Agenda, dass er sagt, eigentlich müsste ich noch was tun für die Woche. Noch Vorbereitung treffen oder dieses oder jenes. Und da ist die große Frage, ist das wirklich Sinn und Zweck für das, was Gott sich für den Sabbat für uns Menschen gedacht hat? Denn der Sabbat, der Sonntag soll immer ein Zeichen und Ausdruck für die Möglichkeit sein, dass wir reflektieren können, dass wir zurückschauen können, dass wir schauen können, was war in der vergangenen Woche und dass wir Zeit haben, um in die Gemeinschaft, in die tiefere Gemeinschaft mit Gott auch einzudringen. Und so kann der Sonntag und auch die Fastenzeit, in der wir im Moment sind, mittendrin ja in der Hälfte, 3 Wochen haben wir noch bis Ostern, kann diese Fastenzeit auch eine Zeit sein, wo ich über mein Leben neu reflektiere und schaue. In einem Buch von Ulrich Lücke, Einladung an das Christentum, da beschreibt er die Fastenzeit als eine Art Trainingslager der Menschlichkeit. Trainingslager der Menschlichkeit.
Wir wissen, dass eine Trainingszeit durchaus sehr mühsam, hart und auch unangenehm sein kann. Ganz klar, wer für ein Ziel trainiert, der hat unter Umständen Einbußen hinzunehmen. Der hat vielleicht eine spezielle Ernährung, er hat Trainingszeiten, sodass viel anderes nicht möglich ist. Aber dadurch gewinnt er etwas für sein Leben. Das, was passiert, der Trainierende wird belohnt, vielleicht weil er aufs Treppchen kommt, bei irgendeiner Aktion des Sports zum Beispiel. Aber er wird auch einen höheren Grad an geistiger Konzentration haben, an körperlicher Fitness und sicher auch an spiritueller Fitness, an geistlichen Inhalten und Dingen. Gerade auch für uns dann als Glaubende ist das eine innere Stärkung. Und wir lassen uns in unserem Alltag oft von vielen Dingen leiten. Und oft merken wir, dass es uns ein zu viel wird. Ein zu viel. Denn immer draufpacken geht, Nein sagen ist für manchen vielleicht sehr, sehr schwer. Aber wir merken, immer nur draufpacken, aber nichts abgeben, da sind irgendwann Grenzen. Darum haben wir in unserer Zeit, auch in der Gemeinde Jesu, so viele Menschen mit Burnout. Weil sie einfach immer nur draufpacken, 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 aber nichts abgeben oder nichts abgeben können oder wie auch immer. Und da gilt es wirklich zu schauen, wie können wir da gut mit uns auch umgehen, wie kann Gemeinde damit umgehen, gut umgehen, auch für die Mitarbeitenden, für die Menschen, die ehrenamtlich auch sich voll engagieren. Und natürlich gibt es auch Dinge in unserem Leben, die können wir nicht ändern. Natürlich können wir weniger arbeiten, aber das bedeutet auch weniger Verdienst. Und das ist immer die Frage, ne? Wenn wir 40 Stunden arbeiten oder auch mehr, dann ist immer die Frage, was geht noch und was geht nicht, aber gewisse Vorgaben sind da und da lässt sich dann auch nicht unbedingt dran rütteln. Aber anderes müssen wir uns durchaus selbst zuschreiben. Und da ist die große Frage, dass es darum geht zu entdecken, dass Gott für uns sorgen will. Und deshalb hat er uns einen Ruhetag gegeben, hat er einen Ruhetag für uns vorgesehen. Und er weiß, dass das Beste für unser Lebensrhythmus ist, dass wir 5, 6 Tage arbeiten und dann wirklich auch einen Ruhetag haben. Einen Tag zu haben, wo wir von aller Arbeit innehalten können, wo wir uns neu ausrichten können, wo wir uns fokussieren können, auf ihn zu blicken, auf Gott selbst und dabei durchatmen, uns erholen können, ausruhen. Ja, einen Tag in der Woche zu haben, den ich vollkommen zweckfrei erlebe. Hast du einen solchen Tag in der Woche, den du völlig zweckfrei erlebst für dich? Das ist eine Herausforderung. Aber wenn Gott es uns in seinem Wort sagt, dann kann das nur etwas Gutes für uns bedeuten, wenn wir uns daran halten. Jeder weiß, wer pausenlos durchpowert, nonstop, wird irgendwann auf der Strecke bleiben. Eine Kollegin von meiner Frau erzählte mal, das ist ja schrecklich, sonntags haben jetzt die Geschäfte zu. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll am Sonntag. Ich glaube, das ist weniger ein Problem für uns. Ich bin dankbar, dass ich sonntags nicht einkaufen gehen muss. Und wenn die Geschäfte offen haben, weil verkaufsoffener Sonntag ist, bin ich froh, dass ich mein Portemonnaie zulassen kann, weil ich sage, ich brauche es nicht. Ich habe 6 andere Tage in der Woche, wo ich Dinge besorgen kann. Ich muss das nicht noch auf den Sonntag verlagern. Und jeder Mensch braucht Zeiten der Ruhe, braucht Zeiten des Ausruhens, des Abschaltens. Und wir brauchen auch Zeiten, wo wir vielleicht konkreter, bewusster die Beziehung mit unserem Gott und Herrn eingehen und pflegen. Denn Gott will uns beschenken.
Gott will uns beschenken mit guten Dingen, die wirklich gut sind, die in seinen Augen wertvoll sind, die von großer Bedeutung sind und die dem anderen wie auch mir selbst helfen, wirklich befreit zu leben. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen einladen, solche Timeouts in deinem Leben zu planen und für dich selbst zu überprüfen auch, was ist dein zu viel, was ist mein zu viel. Wir haben ja manchmal Gewohnheiten, die sind nicht immer unbedingt verwerflich oder schlecht. Es gibt gute Gewohnheiten. Aber wie ist es vielleicht mit deinem Fernsehkonsum oder inzwischen ist das ja mehr auf Netflix und was weiß ich umgeschwungen. Ein großes Angebot, einfach allabendlich vielleicht eine Serie zu gucken oder die Krimiserie oder das Computerspiel oder per Smartphone ständig in den sozialen Werken unterwegs zu sein. Twitter, Facebook ist eigentlich schon ein altbacken, ne? Instagram ist so das Neuere für die jüngeren Leute. Wie ist es mit dem Konsum von Süßigkeiten, von Salziges? Ich weiß, die Tüten, die Chipstüten sind immer zu klein. Ne? Da könnte eigentlich mehr reingehen. Und wenn das so eine Angewohnheit wird, kann es sich auch sehr schnell zu einer schlechten Angewohnheit ereignen. Dann gibt es dieses Hüftgold, ne? Oder auch hier vorne so, dieser Puffer wird größer. Und auf der einen Seite leiden wir dann persönlich manchmal darunter, mehr oder weniger. Aber auf der anderen Seite schaffen wir es schwer, sage ich mal, uns dann von solchen Dingen zurückzunehmen. Vielleicht sind für den anderen die Klatschzeitschriften beim Friseur oder beim Arzt oder sonst was manchmal so ein Punkt, wo man sagt, eigentlich muss ich nicht immer den neuesten Tratsch hören aus den Königshäusern oder wie auch immer. Vielleicht wäre es mal angebracht, weniger Auto zu fahren oder Motorrad und eher aufs Laufen oder Radfahren umzusteigen. Gerade wenn uns dazu persönliche Dinge jetzt in diesem Moment eingefallen sind, was ist mein zu viel in meinem Leben, in meinem Alltag, dann kann ich mich fragen, ja, da sind so ein, zwei Sachen vielleicht, da müsste ich vielleicht mal kürzer treten. Dann wäre es gut, ein Timeout einzuplanen. Ich weiß nicht, wer von euch bei 6 Wochen ohne oder so mitmacht oder wie auch immer. Timeout ist so eine Aktion, die vom Blauen Kreuz in der Schweiz angestoßen wird und seit fast über 40 Jahren läuft. Wir entdecken vielleicht Gewohnheiten in uns, wo wir sagen, es wäre gut, diese zu verändern, um dadurch für unser Leben ganz persönlich zu gewinnen. Nach dem Motto, lass weg, was zu viel ist. Und da ist die große Frage, was nimmt mich vielleicht auch mehr in Anspruch, als für mich gut ist? Ja, das kann auch der Beruf sein. Und mancher, der vielleicht angehalten wurde in der zurückliegenden Zeit oder den fast 3 Jahren Homeoffice machen zu müssen, wird gemerkt haben, wie schwer es ist, Berufliches und Privates zu trennen. Weil dann ist nicht dieser Gang ins Büro und nach Feierabend wieder der Gang nach Hause, man lässt alles beiseite, sondern dann steht das Arbeitsgerät vielleicht in einem vorhandenen Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer auf dem Tisch. Und die Zeiten können sich ziehen. Da kann sich dann das Berufliche mit dem Privaten in einer unguten Weise verschmelzen. Und Gemeinde kann mich auch so sehr vereinnahmen, dass ich vielleicht darüber auch die Zeit mit meiner Frau oder mit meinen Kindern vernachlässige. Ich kenne nicht dein zu viel. Ich kenne auch nicht deine Heimlichkeiten, doch die Gefahr des zu viels in deinem und meinem Leben, sie ist beständig da. Und dagegen gilt es letztlich auch anzugehen. Wenn du Dinge entdeckt hast, habe den Mut, sie zu minimieren
oder auch ganz abzustellen. Versuche, neue Gewohnheiten anzutrainieren, einzuüben. Und wie gesagt, wir haben jetzt 3 Wochen noch bis Ostern. Und vielleicht nutzt jemand von euch diese Zeit, bewusst zu sagen, okay, ich will das mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich mal 3 Wochen nicht auf Instagram unterwegs bin, nur das Nötigste in den sozialen Medien schreibe, um das eine oder andere abzusprechen, was es vielleicht für ein Zeitgewinn ist für dein Leben, in deinem Leben, oder eben mal auf die Süßigkeiten zu verzichten, für das, was man so zwischendurch immer gerne nimmt. Vielleicht wagst du es einfach, wenn du es noch nicht getan hast, dies als etwas Neues mal einzuüben. Ich kam vor einigen Jahren mit einem Blaukreuz-Sekretär ins Gespräch. Nein, kein Sekretär, ein Gruppenleiter. Dem sagte ich, du, ich verzichte dieses Jahr auf Süßigkeiten. Sagt er, lächelt er, ja, das habe ich auch mal gemacht. Und dann meinte er, und bis heute bin ich dabei geblieben. Das hat er also schon über Jahre so gemacht. Und dann dachte ich, nicht schlecht, klingt gut, aber ist jetzt nicht unbedingt meins. Also ich freue mich auf Ostern, weil dann gibt es auch wieder was Süßes für mich, sage ich mal. Aber einfach das mal einzuüben, Dinge lassen zu können. Ein Kollege sagte mir vor 4 Wochen, dass er Netflix gekündigt hätte und meinte, er hätte jetzt wieder mehr Zeit. Der Grafiker Hans-Rudi Seiler, der das Layout für Time Out einmal entwickelt hat, der trank jeden Tag 20 Kaffees mit 3 Stück Zucker. Und irgendwann hat er vor sich auf den Tisch mal diesen Zuckerberg aufgebaut mit 60 Zuckerwürfeln und hat sich dann gefragt, als er das so vor Augen hatte, brauche ich das wirklich? Und ist zu dem guten Entschluss gekommen, nein, das brauche ich nicht, hat reduziert, hat nur noch 5 Tassen getrunken ohne Zucker. Ja, also wir können uns damit auch etwas Gutes tun, unserem Körper etwas Gutes tun. Und wenn jemand sagt, ich würde ja gerne darauf verzichten, auf was Süßes, aber heute ist die Geburtstagsfeier und nächste Woche ist vielleicht die goldene Hochzeit oder was auch immer, dann dürfen wir uns doch auch 1 oder 2, 3 Ausnahmen erlauben. Wir dürfen es ja tun, aber eben auch das eine oder andere durchaus einfach mal ausprobieren. Und wir haben dadurch einfach auch ein Gewinn, wenn wir fasten. Wir haben zum Beispiel mehr Energie. Wenn unser Körper viel oder mehr Gesunderes bekommt, setzt das Energie frei in uns und für uns. Wir werden besser schlafen, wenn wir uns vorher nicht noch voll gegessen haben oder wie auch immer, sondern werden ausgeruhter und erfrischter in den neuen Tag gehen. Wir werden sparen, wir werden weniger Ausgaben haben, wenn der Süßschrank vielleicht mal über 6 Wochen oder 3 Wochen reduziert oder auch leer bleibt. Ist vor allen Dingen auch hilfreich, wenn er leer ist. Es lässt sich leichter darauf zu verzichten. Man kann besser darauf verzichten. Und man gewinnt auch Zeit. Zeit für sich selbst, Zeit für anderes. Ich wünsche euch einfach viel Mut und Freude, Neues auszuprobieren, denn dabei können wir nur gewinnen. Bei Jesaja heißt es, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält, befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gibt ihnen ihre Freiheit wieder, schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf, und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider, helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Und wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Am Anfang dieses Kapitels
wird auch das falsche Fasten aufgerufen. Und da sagt Gott ganz klar, wenn dieses Fasten so geschieht, werde ich mich nicht äußern, werde ich nicht auf euer Reden antworten, sondern ich werde mich euch verschließen. Aber wenn es ein solches Fasten ist, das in die Freiheit führt, dann bin ich ganz auf eurer Seite. Und ich glaube, wenn wir das einüben für uns persönlich, auch vielleicht als Gemeinde, wir hatten auch gestern in unserer Gemeinde in Verbindung mit dem Mutig-Miteinander-Tag vom Bund aus, haben wir für uns auch ein Fasten mit integriert, was einfach hilfreich ist, einfach mal zu schauen, was macht das mit mir, meinem Körper und auch in und mit der Beziehung mit Gott einfach innezuhalten. Lassen wir uns bewusst neu ausrichten, wenden wir uns von den Dingen dieser Welt ab und erleben wir neu, dass wir abhängig sind von unserem Herrn Jesus Christus, dass wir unser Herz ihm öffnen und von seinem Willen für uns lernen. Gönn dir diese restliche Fastenzeit. Gönn dir die Auszeit, um auch mehr oder bewusste Zeiten mit Gott zu verbringen. Vielleicht verstärkst du in diesen 3 Wochen einfach das Bibellesen, indem du sagst, ich nehme mir für diese 21 Tage mal vor, an jedem Tag noch ein Kapitel mehr zu lesen in der Bibel. Unrealistisch wäre es zu sagen, ich versuche die ganze Bibel noch durchzukriegen. Das ist auch bei 6 Wochen relativ unrealistisch, neben allem, was für uns im Alltag noch ansteht. Oder es wäre vielleicht interessant zu sagen, okay, ich möchte 1, 2 Gebetsanliegen ganz konkret, bewusst, jeden Tag noch bis Ostern beten und schauen, was Gott dadurch dann tut oder machen wird. Und vielleicht ist es eine konkrete Situation, vielleicht mit einem Menschen, wo du nach diesen 3 Wochen sagst, oh, Gott hat ja diesen Menschen verändert. Nein, er hat nicht den Menschen dann verändert, sondern er hat dich verändert in deiner inneren Einstellung zu dem anderen. Also es sind gute Möglichkeiten, gewisse Dinge einzuüben, die für unser Leben positiv und gut sind. Von daher, steh dir in deinem Leben, in deinem Alltag immer auch so ein Timeout ein, dass du Zeiten hast, wo du dich zurücknimmst von dem, was im Alltag geschieht, um dann ganz bei Gott zu sein. Lass weg, was dir in deinem Leben zu viel geworden ist und mach dich auf, frei gewordene Zeit gut zu nutzen. Vielleicht ist es das Buch, was du vor 3 Wochen ins Regal gestellt hast und sagst, okay, ich habe jetzt etwas mehr Zeit gewonnen, nehme ich mir jetzt vor, um es dann zu lesen. Vielleicht ist es auch etwas anderes. Meine Frau und ich haben uns gesagt, wir wollen auch mal bei den Serien sie abends wegtun, wenn wir sie geguckt haben und lesen uns gegenseitig ein Buch vor. Es schafft Neues miteinander, es verändert Dinge und es sind Dinge, die einem persönlich gut tun, die einer Beziehung gut tun, die einer ganzen Familie gut tun. Ich weiß jetzt nicht, was du dir vielleicht in deinem Inneren vornimmst und sagst, ich möchte das ein oder andere ausprobieren. Ich möchte dich einfach nur ermutigen, pack es an. Und gewinne dadurch, durch das, was Gott schon in dich hineingelegt hat und wo er dir gesagt hat, ich möchte dir damit etwas Gutes tun. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.